Ich lasse Wenn man es, an Musik ich was überlasse macht. es komplett dir. Ich habe jetzt eine Idee. Ich werde hier nicht auf Schaden spielen, sondern auf Entwaffnen. Schon wieder. Wieso schon wieder? Ich hasse Entwaffnen. Naja, in diesem Duell bringt es mir halt den Sieg. Ja, das ist das Problem. Kannst du denn offensiv die nicht so pressen? Ich meine, entwaffnen ist doch ein recht schwieriges Manöver, oder nicht? Wenn ich ihn jedes Mal finte, wobei meine Offensive halt, ich bin eigentlich eher defensiv orientiert, deswegen ist meine Offensive nicht die geilste. Okay, schade. Ich meine, ich habe eine 17 in Attacke und 24 in Parade. Ja gut, aber das ist ja bei ihm auch irgendwo ähnlich. Ja gut, aber du kannst also nicht vernünftige Finten. Also du kannst schon Finten ansagen, aber keine krassen Finten. Naja, das stimmt, ne? Das Tolle einfach bei Parierwaffenkämpfer ist, du musst darauf warten, dass der andere dich angreift und kannst dir dann den Angriff, den eigenen, dann später erleichtern. Und da gewinnt halt die hohe Initiative. Hast du denn schon Meisterparade? Nö. Oh du hast keine Meister, oh Junge, du bist. Lass doch einfach bitte diesen Degenfechtkampf. Mach einfach den Geweihten. Du musst noch so viel nachkaufen. Du musst kein Es gibt nur drei Waffen, es gibt nur drei Sonderfertigkeiten, die ich nachkaufen muss. Das sind halt Meisterparade, die ich bis jetzt nie brauchte, weil Binden. Achso, gut, Und mit Binden kannst du ja. Binden basiert entweder auf Meisterparade oder auf Parierwaffen 2. Und wozu Ja. sollte ich Meisterparade lernen? Und jetzt habe ich halt gemerkt, Ja, ich kann gut. einige Sachen einfach nicht fucking binden, deswegen brauche ich die Meisterparade. Jetzt muss ich die nachkaufen, aber bis jetzt brauchte ich sie halt nie. Ja, okay. Ja, wenn ich jetzt mit zwei Waffen, wenn ich jetzt beidhändig kämpfe, habe ich glaube ich instant verloren. Wobei, wenn er mich entwaffnet, habe ich immer noch eine Waffe. Ach, Kann er nicht gewinnen. es ist doch echt egal. Niemand schert sich um die Leichten. Niemand schert sich um irgendwas. Hallo? Ich will den Preis haben. Auch wenn ich ihn nicht Genau. brauche. Das komische Schwert oder was auch immer man da gewinnen kann, das ist wichtig. Ach, come on, fuck it. No risk, no fun, nicht wahr? Zwei Säbel? Nein, zwei Rapiere. Zwei Rauch, oh Gott, Junge. Gut, dann bist deine Initiative wo? 27. Was? Junge, krass, und ich dachte, ich bin gut mit meiner 28. Na, hätte ich eine 6 gewürfelt, hätte ich auch 28. Das ist das Maximum, was ich erreichen kann. Ich habe ja zwei Rapiere, die jeweils plus 2 geben. Ach, weil die meisterlich gefertigt sind, oder was? Ja, das sind alles Oh, Junge. maximalisierte Rapiere. Beide mit plus 3, plus 1, plus 1. Beide mit BF von minus 1. Wow. Ja gut, Das hat mich dann jeweils 400 Dukaten gekostet. Hauptsache ich bin höher als du. Und dann Orientieren war nur eine Aktion, die erste Kampfrunde, du musst beginnen. Ja, ich würde mich gerne orientieren, damit ich einen Initiativepunkt mehr bekomme. Ja gut, dann kann ich dich ja angreifen. Wenn du dich orientierst, dann hast du allerdings auch nicht mehr. Du kämpfst, wie hattest du gesagt, mit Parierwaffen 2, ne? Beidhändiger Kampf 2. Weithändiger Kampf. Dann musst du aber auch entweder. Ja, du musst deine Waffenaktion benutzen, sonst hast du keine drei Aktionen. Das heißt, du hast nur noch eine Parade. Das ist jetzt wichtig. Ach, weißt du was? Ich gehe auf aggressiv. Ich greife doch einmal an. Gut, also du orientierst dich nicht. Nein. Ja, wenn du jetzt hier sonst Ansagen machst und ich kläre dich nochmal über den Regelmechanismus auf, ich will jetzt hier ordentliche Ansagen und dann wird das auch durchgezogen. Gut, also greif an. Ich mache normale Angriffe. Es fängt super an. Ist kein Patzer. Dann kann ich ja umwandeln. Ich möchte umwandeln und sage ein Entwaffnen an. Das ist beziehungsweise sogar ein meisterliches Entwaffnen. Das ist für mich eine Attacke plus normalerweise 8, gemeinsam mit meinem Linkhanddolch eine plus 2. Dann bin ich nur noch bei einer plus 6 und mit meinem Waffenmeister, da habe ich auch nochmal 4 Punkte reingelegt. Ist es nur noch eine. Plus 2. Mein normaler Angriff ist eine 18, das heißt, auf die 16 könnte ich dich entwaffnen.
und das wäre gelungen. Du darfst dich aber ganz normal, ich muss gerade mal überlegen, weil ich das normalerweise nur aus der Attacke mache. Angriffsmanöver plus 8. Ich habe keine Ansage reingelegt. Du kannst eine... Misslingt die Parade des Verteidigers. Ne, du kannst ganz normal parieren, wenn ich das hier sehe. Krieg ich ein Erschwernis? Nein, kriegst du nicht. Oh. Ja, geschafft. Boah, Junge, ne? Du hattest ja keine Ansage vorher drin. Das war ja nur ein ganz normaler Angriff. Hast du ein ganz normaler Angriff. Gut, dann ist meine erste Attacke durch. Du hast pariert, du hast dich nicht orientiert, also hättest du noch eine Aktion hast du noch. Ja, ich greife an. Du greifst an. Gut, dann mache ich jetzt wieder ein Entwaffnen-Manöver. Und das ist wieder die 16. Und das ist wieder die 16. Du kannst nicht parieren. Jetzt darfst du aber noch eine Körperkraftprobe machen. Sie ist erschwert um 10. Um 10? Ja, weil ich meisterliches Entwaffnen habe. Eins ist immer drin. Wie hoch ist denn deine Körperkraft? 11. Möchtest du ein Chibi ausgeben? Nö. Gut, dann bist du entwaffnet und der Kampf ist verloren. Ich habe noch eine Waffe. Ah, richtig, sehr gut. Dann bist du jetzt nicht mehr weiter in den Kampf. Wir schreiben die zweite Kampfrunde. Du besitzt nur noch einen Rapier. Du bist dran. Du verlierst auch Initiativpunkte. 2 Stück. Gehst du auf die 25, Entschuldigung. Mhm. Wow. Du hast. Ich heb meine Waffe auf. Du hebst deine Waffe auf. Wenn er mich angreift, ist er unritterlich. Ja, nee, also das macht er noch nicht. Er lässt dich deine Waffe aufheben. Hast du schnell ziehen? Muss ich nachschauen. Sonst dauert das nämlich 2 Aktionen. Nicht. Nee. Das sind natürlich Punkte für ihn. Weil, ja, gut, das war ritterlich und er hat dich entwaffnet und, dann lassen wir doch mal diese... Ach so, ja gut, wenn du deine Waffe wieder aufhebst, dann wird er sich orientieren. Damit steigt seine Initiative. Von 3 hat er gewürfelt. Er kriegt nochmal 3 dazu, damit er seinen maximalen Wert bekommt. 1, 2, 3. Dann schreiben wir die dritte Kampfrunde. Und du hast 2 Waffen wieder in der Hand. Wunderbar. Ich greife ihn an. Mhm. Das ist diesmal gelungen. Jetzt mache ich wieder ein Entwaffnen, weil das ebenso gut funktioniert hat. Es ist wieder Schwert um 2 und weil ich auf die Parade diesmal nicht auf den Angriff pariere, habe ich einen Wert von 26 plus 2 ist eine 24. Ich sage eine Finte 10. Muss ich glaube ich gar nicht. Das ist geschafft. Dann ist eine Körperkraftprobe jetzt um 20 erschwert. Also 10 plus meine Ansage. Ja. Ist glaube ich sehr utopisch, aber die 1 ist immer drin. Heute nicht. Heute nicht. Gut, damit bist du wieder entwaffnet. Und du musst handeln. Ich mache einen zweiten Angriff. Du machst einen zweiten Angriff? Ah, das ist schön. Oh, das ist so geil. Ich werf das Handtuch. Würfel mir bitte trotzdem nochmal den Patzer. Tut mir leid, Kiaras. Weißt du, wie du würfelst? Genau. Stolpern. Gut, dann stolperst du ihm in seine Arme. Er lässt kurz die linke Hand in seinem Ärmel verschwinden, stützt sich kurz ab, dass du ihm dann nicht in die Klinge fällst. Und reicht dir auch dann die Hand, wenn er auch dann sieht, dass du den Kampfeswillen dann nach dem Stolpern verloren hast. Ja, es sind eine ganze Menge Zuschauer anwesend, also du kannst dann natürlich Franka Salva-Galahan erkennen, die da mit ihren beiden Kriegsfächern eingeklappt am Gürtel steht. Du kannst Dom Eslam sehen, den Dom, den du auch auf der, so viel hattest du noch nicht mit Kontakt mit ihm, aber er ist das ein oder andere Mal auch schon aufgetaucht.
Also der gesamte Adel hat hier natürlich zugesehen und alle applaudieren sehr höflich. Damit ist Dom Gendahar von Streitzig der Sieger der leichten Handwaffen. Vielen Dank. Heute war nicht mein Tag. Ihr habt gut gekämpft. Verzeiht, dass ich euch keinen guten Kampf liefern konnte. Ja, ich habe gesehen, dass ihr auf dem Sand doch wohl etwas ausgerutscht seid. Das kann jedem passieren. Ihr dürft mich gerne auf meiner Residenz besuchen, wenn ihr einmal es nach zu mir schafft in den Tangolforst. Ich werde mich daran erinnern. Und vielleicht kann ich euch dann einen besseren Kampf liefern. Ja, sehr gerne. Klopft er dir sportlich auf den Rücken, steckt dann nach und nach seine Waffen weg, dreht sich nochmal durch den Schnurrbart.